Was geht, Leute, und herzlich willkommen. Ja, Leute, heute mal, ich bin irgendwie sauer, keine Ahnung, ich verstehe es nicht. Heute habe ich mal ein Thema, Leute. Also jetzt ganz ernst heute, ich bin auch irgendwie nicht dazu, irgendwie hier zu lachen oder so ein Scheiß, habe ich keinen Bock drauf. Dafür ist die Laune auch nicht da. Also, Leute, was ich heute ansprechen wollte, ist ein, ja, das fällt vielleicht vielen auf, vielleicht auch nicht vielen. Ihr merkt zufälligerweise zum Beispiel, ich streame, Leute. Ich denke mir so, komm, ich habe mir Zeit genommen, habe 3-4 Stunden Zeit für meine Community, für meine Zuschauer. So, dann sitzt man sich hin, Leute. Ich bin ein Typ, der wirklich mir eigentlich relativ scheißegal die Zuschauer sind, ob das 10 Zuschauer sind, ob das 20 Zuschauer sind, ob das 30, 40 Zuschauer sind, ist mir egal. Aber Leute, dann denke ich mir so, wieso sollte ich mich hinsetzen? Jetzt ohne Spaß, Leute. 4 Stunden für 3-4 Zuschauer. Jungs, also mal ehrlich, ich glaube nicht, dass ihr euch hinsetzen würdet, weil angeblich ja 1500 Leute abonniert haben, angeblich, würde ich mich nicht hinsetzen. Sorry, Jungs, das sind verschiedene Meinungen, aber es ist hier mein Kanal, also auch meine Meinung. Und ja, Leute, wie gesagt, keine Ahnung, ich sehe es einfach nicht ein, Jungs, dass ich mir hier 5 Stunden Zeit nehme oder so, oder vielleicht sogar noch mehr. Für was? Für, keine Ahnung, 3-4 Zuschauer, Jungs. Deswegen habe ich eine kleine Bitte. Schreibt mal in die Kommentare, Jungs. Einfach mal, ja, wie viele die Glocke anhaben, habt ihr die Glocke an? Wer diese Glocke anhat? Das sind echt treue Zuschauer. Ich merke es auch in meinem Stream, in meinen Videos. In meinen Videos kommentieren Leute, die einmal im Jahr irgendwie, einmal im Monat in meinen scheiß Video, Livestreams kommen. Aber in meinem Stream sind die meisten da. Und damit, ihr wisst schon, also die Leute, die oft in meinen Streams dabei sind, einen großen, großen Dankeschön an euch. Danke dafür. Ja, Leute, wie gesagt, ich wollte das einfach mal, irgendwie, mich ärgert das. Mich ärgert das, Jungs, auch wenn mir die Zuschauer egal sind, aber dann in einem Video irgendwie 200-300 Aufrufe zu bekommen, aber in einem Livestream weniger Aufmerksamkeit, obwohl man in einem Livestream irgendwie mehr machen kann und auch mehr Zeit ich für euch nehme, sehe ich es echt nicht mehr ein, dass in Zukunft ich noch streamen werde, Jungs. Also, Jungs, bitte ändert was dran, weil ich sehe es, wie gesagt, noch ein letztes Mal nicht ein, mit 3-4 Zuschauern zu irgendwie das zu zeigen, was ich mache. Ich möchte vielen Leuten zeigen. Ich möchte 10, 12 mehr Leuten zeigen, was ich mache. Die meisten haben ja auch irgendwie gesagt, dass die keine Nachricht bekommen, wenn ich streame. Deswegen solltet ihr auch die Glocke einschalten. Ja, Leute, und wie gesagt, einfach mal ein, heute einfach gesagt, ein ernstes Video, Leute. Und noch ein kleines Beispiel. Es kann euch genau sagen, wie es ist, Leute. So, ihr denkt euch, heute ist, sagen wir mal, Montag. Heute nehme ich mir mal so um 16 Uhr Zeit, streame so 4 Stunden bis 20 Uhr. So, Leute, Jungs. Dann streamt ihr auch wirklich 4 Stunden. Und streamt aber nicht für viele Zuschauer. Sagen wir mal 3, 4, 5 Zuschauer. Also in den gesamten Stream mehr. Aber jetzt so im Großteil, meine ich. Da dauerhaft die Zuschauer. Und das ärgert mich halt. Das ist so wie so ein kleines Beispiel, Jungs. Das ist so. Ich kann auch, wenn ihr das so wollt, Jungs, dann sagt mir das. Dann ist es halt. Dann mache ich in Zukunft einfach keine Streams mehr. Punkt. Dann werden in Zukunft für Videos, werde ich mir einfach mehr Zeit nehmen. Wenn Videos scheinbar so gut besser als Livestreams sind. Also klar, Videos sind auch was Schönes, natürlich. Das will ich nicht sagen. Ich möchte damit sagen, ein kleines Beispiel, Jungs. Es ist so. Sagen wir mal 15 Minuten, 20 Minuten mindestens nehme ich eine Folge auf. Okay, 20 Folgen aufgenommen, sagen wir mal 15 Minuten aufnehmen, nicht mal eine Stunde. So, Jungs, 35 Minuten, 40 sagen wir mal mindestens, schaffe ich das Ganze. Und dann brauche ich doch gar nicht mehr zu streamen. Wenn ich in einer halben Stunde ein Video schaffe, dann streame ich halt nicht mehr. Dann streame ich lieber für mehr zu Leute, also Leute, die das Video sehen, für die mache ich dann lieber ein Video und nehme mir dann eine halbe Stunde oder eine Stunde Zeit. Aber nicht für weniger Leute, Jungs. Und damit sage ich Dankeschön fürs Zuschauen und wie gesagt, Jungs,
Die Leute, die oft in meinem Stream sind, noch einmal einen großen Dankeschön, weil die wenigstens mich feiern, so wie ich bin, und nicht einfach irgendwie zweimal im Monat kommen. Die Leute brauche ich dann auch nicht, die inaktiv sind. So, ich sage Dankeschön fürs Zuschauen. Beim nächsten Mal vielleicht wieder etwas motivierter. Kommt drauf an, wenn irgendwas mich wieder anspricht, dann wieder ernst. Aber ich glaube nicht. Und haut rein!